Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr hattet ein cooles Wochenende. Ich sehe das Ganze nämlich jetzt gerade an einem Montag. Ich hatte auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Ich meine, ich habe 600 Euro für eine Brille ausgegeben, die nicht mal jetzt mir gehört. Also eigentlich ein scheiß Wochenende, aber ist ja auch egal. Ich will jetzt hier auch gar nicht über irgendwelche Wochenenden reden, denn ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Und zwar dreht sich heute alles um eure Sneaker-Collections. Ich habe auf Instagram gefragt, yo Freunde, schickt mir mal eure Collections, zeigt mir, was ihr so habt, dies und das. Und die besten Collections kommen ins Video rein, beziehungsweise die Collections, die für mich am coolsten sind, die coolsten Schuhe enthalten, vielleicht auch Schuhe enthalten, die ich selber habe, weil ich die halt cool finde. Ich habe wirklich todes viele Collections von euch bekommen, also auch wirklich sehr, sehr viele geile. Ich habe mich jetzt für die besten 6, 7, 8 entschieden. Also nicht die besten, sondern einfach die für mich halt einfach am coolsten sind, die für mich die coolsten Schuhe enthalten haben. Und die ganzen werde ich euch jetzt vorstellen, ein bisschen bewerten und so weiter. Wenn ihr Bock habt auf eine zweite Episode, weil ich meine, ich habe wirklich so viele Collections bekommen, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mal wieder ein Update zu meiner Collection hochlade, weil ich habe das jetzt auch irgendwie wieder ein Dreivierteljahr her, wo ich mal meine Collection gezeigt habe, da hat sich auch wirklich einiges getan. Wenn ihr Bock habt auf ein Update dazu, dann lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und jetzt würde ich sagen, checkt mich auch auf Instagram ab, ist hier eingeblendet. Und jetzt starten wir mit der allerersten Collection. Übrigens habe ich hier jetzt auch kein Ranking oder so. Ich mache das einfach alles so ein bisschen durcheinander. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Collection euch am besten gefallen hat oder welchen Schuh ihr vielleicht selber haben wollt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir wirklich, wirklich mit der allerersten Collection. Let's go. Ja, let's go. Die allererste Collection wäre einmal vom lieben Albert, aka All From Birth. Der Kollege, der mir auch die Goya Bag verkauft hat. Und zwar, wir fangen von oben an, ganz links, hatte ich einmal schwarze Chelsea Boots, braune Chelsea Boots, die Marke weiß ich da leider überhaupt nicht. Dann einmal diese CPFM Air Force, die ich leider auch ein bisschen overrated finde. Die Louis Vuitton Trainer, die geisteskrank sind. Weiße Vape Stars, auch geil. Travis Scott Jordans muss ich glaube ich gar nicht mit anfangen, geisteskrank. Die Jordan 1 Lakers, weiß ich nicht, ich glaube, das sind doch die, die man irgendwie so abnutzen kann, dass das dann zu einem Chicago wird. Eigentlich ein cooles Konzept, aber ist auch kein Schuh, den ich jetzt unfassbar krass finde. Travis Scott Air Force Sale, sehr, sehr wild und ich glaube auch zu den Off-White Air Force NRG. Muss ich gar nichts sagen. Ist jetzt keine Kollektion mit unfassbar vielen krassen Schuhen, aber auf jeden Fall einige, die wirklich erwähnenswert sind. Sehr coole Schuhe, auch die Chelsea Boots gefallen mir sehr gut. Generell Chelsea Boots feiere ich ja momentan eigentlich schon. Ich weiß jetzt nicht, was das für welche sind. Könnten Bottega Veneta sein, könnten Represent sein, ich weiß es nicht. Ich check aber irgendwie diesen Hype um diese CPFM Air Force nicht. Das sind irgendwie ganz normale weiße Air Force. Klar, das ist jetzt so eine Schrift und so alles, aber die kosten, glaube ich, 400, 500 Euro irgendwie so. Da check ich diesen Hype jetzt nicht ganz. Im Gesamten aber eine sehr, sehr coole Kollektion. Und ja, check Albert auf jeden Fall gerne ab. Und wir machen weiter mit der nächsten Kollektion. Dann haben wir hier einmal ein Bild, was wirklich sehr, sehr clean ist. Genauso habe ich es mir eigentlich gewünscht. Ein wunderschönes, cleanes Bild. Er hat hier einmal diese ganz normalen Ikea-Regale, die eigentlich gefühlt jeder Dritte hat. Und zwar ist die Kollektion vom lieben Dominik.dtz. War auch, glaube ich, schon in einem Community-Outfit von mir, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar fangen wir oben links wieder an. Travis Scott Air Force hatten wir gerade schon. Travis Scott Jordan hatten wir gerade auch schon. Dazu einmal die, Jordan 1, Storm Blue waren das, glaube ich. Dann die Jordan 1 Obsidian. Zwei sehr, sehr geile Jordans. Dann diese Jordan 1 Gym Red. Feiere ich jetzt nicht so krass. Jordan 1 Phantom finde ich auch eigentlich ziemlich underrated. Ist ein sehr geiler Jordan. Unten diese, Jordan 1. Da weiß ich den Namen leider gerade nicht. Das waren, glaube ich, die auch irgendwie pink werden oder so. Irgendwas mit Paris oder so hieß die noch. Ich weiß es gerade nicht. Oben rechts hätten wir Yeezy 700 Wave Runner. Auch unfassbar geiler Schuh. Die Human Race gefallen mir leider gar nicht. Also da muss ich wirklich sagen, ist echt ein richtig, 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 richtig hässlicher Schuh. Also wirklich, geht gar nicht. Aber ist ja auch nur meine Meinung. Wenn er den cool findet, dann soll er ihn tragen. Auch generell dieser Human Race Hype ist ja auch komplett tot. Also werden überhaupt noch welche produziert? Ich weiß es gar nicht. Aber im Gesamten eine sehr coole Collection. Jordan 1, da ganz unten diese Paris oder wie die heißen, fand ich jetzt auch nicht so krass. Weil die werden irgendwie so lachsfarbig oder so, ist auch nicht jetzt meins. Aber hier zum Beispiel Travis Jordan, Travis Air Force, der Storm Blue. Den wollte ich ja sogar letztens auch mal kaufen. Den Storm Blue finde ich auch ein sehr, sehr schöner Schuh. Aber ich habe ja den Game Royal, dann ist das eigentlich so ein bisschen, ja, unnötig, dass ich den Storm Blue zu holen, ist eigentlich nur dasselbe. Aber ja, eine sehr coole Collection und ich würde sagen, wir starten mit der nächsten. Bei der Collection muss ich wirklich sagen, eine komplette Grail Collection. Unfassbar geil. Es sind auch nicht so viele Schuhe, jetzt auch nicht irgendwie 100 Paar Schuhe, aber die Schuhe, die er hat, sind alle wirklich. Schaut euch selber an. Wir starten wieder ganz links. Dort hat er einmal die Represent Alpha Boots. Unfassbar geil, wollte ich mir auch schon ganz oft holen. Auf Mahan angelehnt. Dann die Represent Alpha Boots mit dem Klettverschluss. Die feiere ich jetzt nicht so krass. Dann die Represent Terrier. Finde ich auch sehr, sehr geil. Dann hinten die Nike Blazer, die ich mir auch letztens erst gezogen habe. Vorne Nike Blazer Off-White OG. Sehr, sehr geil. Dann hätten wir vorne noch einmal
meinen absoluten Grail, die Jordan 1 Union Black Toe. Die Blue Toe sind auch ziemlich krass, aber die Black Toe, mashallah. Daneben die Fear of God Vans 2.0, also nicht diese OGs, sondern das sind die 2.0er und die Sakai Blazer. Sakai Blazer feiere ich irgendwie gar nicht, da checke ich auch diesen Hype überhaupt nicht. Ich finde die Sakai Blazer sehen so unfassbar hässlich aus, ich feiere die wirklich gar nicht. Also dieser schwarze und der weiße geht noch fit, aber dieser grüne und blaue und pinke, also ich feiere die Silhouette generell überhaupt nicht. Fear of God Vans, todesgeil, Unis, todesgeil, die Blazer, todesgeil, die Represent-Schuhe, alle todesgeil, also im Gesamten eine sehr, sehr wilde Collection vom lieben CCARGOBOII. Sehr, sehr, heißt das Cargo Boy? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Collection, würde ich alles so tragen, außer jetzt die Sakais. Und ja, sehr, sehr wild. Jetzt kommen wir wohl zur größten Collection, die ich eingeschickt bekommen habe. Geisteskrank vom lieben Simon, dem ich auch schon sehr viele Schuhe verkauft habe. Ich muss mein Handy sogar schräg halten, weil es so viele sind. Wir fangen wieder ganz oben links an. Wird jetzt auch vielleicht ein bisschen länger dauern. Wir fangen an. Jordan 1 Chicago. Jordan 1 Chicago Off-White. Geisteskrank. Jordan 1 Off-White NRG, geisteskrank. Jordan 1 Off-White UNC, geisteskrank. Jordan 1 Union, geisteskrank. Also die unteren drei Jordans, der Brad, der Royal und der Shadow sind alle nicht so meine. Ich mag Jordans generell nicht so krass, wo so viel mit Schwarz gearbeitet wurde. Ich mag mehr so diese helleren Jordans. Die zweite Reihe startet mit dem Jordan 1 Shattered Backboard 2.0. Habe ich auch, geisteskrank. Dem Jordan 1 Shattered Backboard 3.0. Gar nicht so meins, habe ich aber auch, aber nur den habe ich einfach, den trage ich nicht. Ja, Kollege, wo ist denn der 1.0? Der fehlt aber noch, ne? Dann hätten wir wieder diesen Jordan 1, irgendwas mit Paris, den der Typ eben auch hatte, feiere ich jetzt nicht so krass. Dann Jordan 1 Metallic Red und Metallic Blue, wirklich sehr, sehr schöne Jordans, sehr geil. Jordan 1 Travis Scott, High und Low, todeswild. Jordan 1 Phantom, todeswild. Dritte Reihe, okay, das ist jetzt nicht so meine Reihe, sehe ich schon. Ich glaube, das ist ein Vierer Jordan, das ist, glaube ich, ein Vierer Jordan, oder? Okay, ich kenne mich mit Jordans gar nicht aus. Wir haben ja mal 1, 2, 3, 4, 4er Jordans, 5er. Ich habe keine Ahnung. Sorry, ich habe wirklich keine Ahnung. Dann beginnt unten wieder der Todesheat. Und zwar einmal der Nike Air Yeezy 2 Plaid. Also geisteskrank. Dann der Sean Waterspoon. Nike Air Force Swoosh Pack. Nike Air Force Travis Scott. Die vorletzte Reihe startet mit einem, das tut schon eigentlich in den Augen ziemlich weh, einem sehr, sehr gerockten Nike Air Force Off-White OG. Tut ein bisschen weh. Dann noch irgendwelche anderen Air Force, nochmal Air Force, nochmal Air Force. Dann noch irgendwelche Dunks. Mit Dunks kenne ich mich auch gar nicht aus. Wir haben einmal noch vier Dunks. Oder doch, vier Dunks. Unten der High Sakai Blazer finde ich auch echt nicht schön. Die letzte Reihe startet mit dem hellen Sakai Blazer. Wir hatten ja eben den dunklen, das ist jetzt der helle. Dann diesem Fear of God Raid heißt er, glaube ich. Diese bisschen kürzere Version, auch nicht so meins. Und jetzt kommen noch irgendwelche New Balance Schuhe, auch nicht so nice. Beendet wird die ganze Collection einmal von ein paar Yeezys und zwar einmal, kurz durchatmen, den Yeezy 700 Rave Runner, dem Yeezy 370 heißt der, glaube ich, hatte ich ja auch mal vor kurzem hier stehen gehabt. Dann dem Yeezy Turtle Dove, all time favorite Schuh. Dem Yeezy Cream und dem Yeezy, ist glaube ich der V2 Black, ist glaube ich nicht der Pirate Black, nee, ist der V2 Black. Und ja, jetzt muss ich einmal ganz kurz durchatmen. Fazit, sehr, sehr kranke Collection, sehr viele Schuhe, die ich alle haben möchte. Alleine die Off-White Jordans, der Union, hier sind Schuhe, Alter, hier sind so viele geile Schuhe. Der Nike Air Yeezy, der Waterspoon, hier sind so viele nice Schuhe. Aber auch viele Schuhe, die ich jetzt nicht so feiere, zum Beispiel diese ganzen Jordan-Modelle, hier Jordan 4, Jordan 3, ist gar nicht mein Film. Auch hier so ein paar New Balance Schuhe, Sakais, nicht so meins, aber einem kann ja nicht alles gefallen. Aber viele, viele Schuhe, die echt alle geil sind. Und das wäre es zur größten Collection, die ich bekommen habe und wahrscheinlich auch zur teuersten vom lieben Simon. Kommen wir nun zu einer Collection, die auch etwas minimalistischer ist, aber auch sehr, 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 sehr schön ist. Und zwar vom lieben Hype.Benny. Er zeigt hier seine Schuhe auf einem Off-White-Teppich, beziehungsweise auf einem IKEA Virgil-Teppich. Das ist kein Off-White-Teppich. Ich weiß, flame mich nicht, es ist ein IKEA Virgil-Teppich und kein Off-White-Teppich. Ich glaube, der Teppich ist sogar ziemlich rare. Also ich habe den jetzt noch selten irgendwo gesehen. Aber wir starten wieder ganz links. Nike Off-White Dunks Red, ich finde den grünen am schönsten, der Red ist jetzt nicht so ganz meins. Dann der Yeezy Alien heißt er, glaube ich, der ist auch noch ein bisschen seltener. Jordan 1 Obsidian, Jordan 1 Black Toe, sehr, sehr geil. Ich hatte auch wirklich sehr, sehr gerne einen Black Toe, jetzt wo ich den wieder bei Kiel gesehen habe. Black Toe, sehr, sehr schöner Jordan. Dann die Jordan 1 Metallic Blue, hatten wir eben auch schon gesehen. Jordan 1 Off-White NRG, Jordan 1 Off-White UNC, auch eben schon gesehen.
warum habt ihr eigentlich alle so viel Geld? Warum habt ihr alle so kranke Schuhe? Und zu guter Letzt die Jordan 1 Storm Blue, also fast eine komplette Jordan-Kollektion. Jeder Schuh ist eigentlich geil. Ich finde wirklich doch, ich finde jeden Schuh davon geil. Muss ich wirklich sagen. Alle Schuhe geil, Top Collection, hast nichts falsch gemacht. Shoutouts gehen raus an dich. Und ja, im Gesamten wirklich eine coole Kollektion. Die vorletzte Kollektion für heute kommt einmal vom lieben Loris. Er hat sie auch alles schön in einem Schrank aufbewahrt. Davor den Off-White. Davor einmal den Virgil X Ikea Teppich. Den finde ich leider auch nicht so schön. Ich finde diesen Red Grass echt nicht schön. Aber daneben noch ein Off-White Koffer Supreme Bag. Kleines Hype ist auf jeden Fall am Start. Und wir fangen wieder an ganz oben von links. Wir haben alle drei Off-White Pressos. Den schwarzen, den weißen und den OG. Der OG für mich. Der Sneaker of all time, aber alle drei Off-White Pressos ist schon krass. Dann den Off-White Air Force MCA. Respekt. Der Off-White Jordan NRG haben wir jetzt, glaube ich, gefühlt in jeder Collection gesehen. Warum habt ihr den alle? Den Off-White Vapormax OG, darüber noch irgendwelche Yeezy Infants. Die zweite Reihe beginnt mit dem Travis Scott Jordan Low, dann irgendwelche Adidas 4D. Dann die Louis V Kanye Dons, heißen die, glaube ich, oder Jasper. Keine Ahnung, ich kenne mich damit auch nicht so aus, aber auf jeden Fall sehr, sehr hässlich. Die sind komplett rot, ich finde die todeshässlich, auch wenn die viel Geld kosten. Todeshässlich. Die Yeezy V2 Black, Travis Scott Air Force, beide sogar. Ich glaube, das ist der Sale, nicht der OG, aber dann noch dieser Cactus Jack Air Force. Dritte Reihe sind Air Force Skeleton, normale Air Force, nochmal normale Air Force. Dann zwei Wave Runner, den OG und den, wie heißt der nochmal, Venetia oder so. Oh, ich hab den Namen vergessen. Unten ist jetzt nicht mehr so der Heat am Start, aber auf jeden Fall eine kranke Kollektion, viele, viele wilde Schuhe. Und schau es genau an dich raus. Sehr, sehr wilde Kollektion. So, die letzte Kollektion für heute und ich kann auch wirklich nicht mehr meinen Mund. Macht schlapp, ich kann es nicht mehr, ich muss ja so viel labern die ganze Zeit. Auf jeden Fall alles sehr cool Design, auch mit so einer Vitrine in der Mitte. Echt, echt sehr, sehr cool gemacht. Und wir starten wieder, wie immer, ihr dürft es raten, genau, von links oben. Ich versuche das jetzt alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf zu machen, weil ich wirklich keine Kraft mehr habe, ich kann nicht mehr reden. Los geht's. Jordan 1, Travis Scott, Low Air Force, Travis Scott, Cactus Jack, dann einmal... Das, diese Jordan 1 Panda. Ne, das war glaube ich schon eine Frauengröße. Ich glaube, das sind diese ganz alten Jordans, Black White oder so heißen die. Dann die Shared Backboards 3.0, habe ich eben schon gesagt, gar nicht meins. Phantoms, sehr cool. Dann diese neuen Jordans, die ich wirklich ganz wack finde mit diesen Faden-Swoosh, also finde ich echt nicht so schön. Dann die Fearless, die finde ich sogar nicht mal scheiße. Diese Jordan 1 Fearless, die glänzen zwar, aber ich finde die gar nicht mal so scheiße. Obsidian. Top-Schuh, da unten noch so ein pinker Jordan, fand ich auch nicht so krass, irgendein anderer Jordan, den ich jetzt nicht kenne. In der Vitrine haben wir einmal, ja, wieder guten Heat am Start, unten einmal die Off-White Prestos, die weißen und die Jordan 1 Off-White UNC, auch jetzt überall gesehen. In den Ikea-Regalen hätten wir noch einmal Yeezy 500, dann noch zwei Yeezy V2s, Beluga 2.0 und der Tint, beziehungsweise der Blue Tint. Unten nochmal irgendwelche Vans und noch andere Schuhe, kenne ich jetzt nicht, aber im Gesamten auch. Wirklich eine coole Kollektion, hast auch alles cool aufgebaut mit der Vitrine, dem Regal und so weiter. Sieht echt sehr, sehr schön aus. Und das wär's auch. Ich hab's geschafft. Mit der letzten Kollektion. So, Freunde, das wär's jetzt mit allen Kollektionen, die ich mir aus den ganzen, die ich geschickt bekommen habe, rausgesucht habe. Wirklich alles sehr coole Collections. Ich hoffe, das Video geht jetzt nicht so lange, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt so viel Zeit brauche, die ganzen Sneaker hier aufzuzählen und so weiter. Aber ich hoffe, das passt schon irgendwie so. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf eine zweite Episode oder ein Update von meiner Collection, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Lasst dem Kanal ein Abo da. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.